So, herzlich willkommen zu Ultimate Epic Battle Simulator. Und wir werden heute mal ein kleines Battle, so gut wie ich es kann, aus einem meiner Lieblingsfilme, Herr der Ringe, nachstellen. Und zwar stellen wir uns einfach mal vor, das hier wäre eine Festung der Menschen. Das heißt, wir brauchen als allererstes mal Footmen, die hier drinnen sind. Da würde ich sagen, ja, 1000, ne, da passen noch mehr reinkommen. 2000 passen da. Die Shape müssen wir noch ein bisschen ändern. So. Das sieht doch perfekt aus. Da werden einige davon nicht spawnen. Aber das ist alles halb so wild. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch ein paar Archer. Und zwar einmal hier. Und dann brauchen wir auf der anderen Seite nochmal Archer. So, kommen wir mal. Also, die sind erstmal alle Team 1. So, dann kommen wir mal zu den Gegenspielern. Und ich würde einfach mal sagen, dass hier erstmal Fantasy, genau, Orc. Da brauchen wir mehr davon. Kommen wir mal 4000 vielleicht. Ich würde sagen, wir holen uns noch ein paar Giant Orcs, die von hier unten angreifen. Machen wir mal nicht so viele, die sind glaube ich relativ heavy. Machen wir mal 15. Die kommen von hier. Werden dann irgendwann später hinzustoßen. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Verstärkung für die Menschen vielleicht. Wärst du mit einem... Oh, ein Katapult! Katapult ist ja sick. Ich hoffe mal, die können so weit schießen. Ansonsten, nee, komm, ich pack die mal hier unten hin. So, nicht so viele, vielleicht 50. Na komm, ein paar Spearmänner noch. Medieval, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Eigentlich bin ich gut in Englisch, aber irgendwann hört es auch mal auf. Und die sind hier unten erstmal. So, und die beiden Archer-Gruppen mache ich auf Hold Position. Das ist noch Team 1. Ja, sieht gut aus. Die und die gegen die alle. Schauen wir uns das Ganze mal an. So, hier haben wir unsere Orks. Da sind unsere Katapulte. Holy shit, sehen die sick aus. Dann hier hinten kommen die Giant Orks. Die sind echt sick. Alter, sind die fett. Und hässlich. Und dann haben wir oben die Archer. Die Footmen. Und, ach genau, die Speermänner noch, die haben wir vergessen. Die wahrscheinlich nicht allzu lange hier ihre Position halten werden, aber das werden wir gleich noch sehen. Ich drücke einfach mal auf K, würde ich sagen. Los geht's. Und das direkt mal auf doppelte Geschwindigkeit. So. Also die, what, Giant Orks, die hauen richtig rein, Alter. Hier fängt ja der ganze Schlamassel erstmal an. Deswegen sind Cinematic, ah. Okay, aber die ersten Giant Orks sind schon tot. Vermutlich auch durch die Archer, die hier beständig reinböllern. Wie sieht es mit den Katapulten aus? Das interessiert mich jetzt mal. Oh. Ich habe gar nicht in Action gesehen, aber die haben... Doch, die haben schon ein bisschen was geleistet auf jeden Fall hier. Okay. Also die sind nicht einfach so instant tot gewesen. Ist auch cool hier oben vielleicht mal. Na, okay, ich sehe noch 4 Giant Orcs. 3, 2. Ja, die Archer machen da ordentlich Damage auf jeden Fall. Einer nur noch. Und das war's mit den Giant Orcs. Jetzt schauen wir mal. Aus dem Cinematic Mode raus. Wir haben noch 3500 Orks und 2000 Menschen, sage ich jetzt einfach mal. Die Menschen haben den Vorteil, dass sie die deutlich bessere Taktik haben hier. Ich meine, hier könnt ihr die ganze Zeit runterböllern. Wenn man sich anschaut, wie viele Orks hier schon gestorben sind, ohne dass sie irgendwas hatten machen können. Einfach durch, dass die Archer hier, ohne dass sie Damage bekommen, reinballern können. Das ist natürlich ein extremer Vorteil, den die Orks nicht haben. Dafür sind sie zahlenmäßig weit überlegen.
Ich würde sagen, ich hebe mich jetzt in die Lüfte hier und lasse euch das Spektakel genießen. Ich sehe gerade, die Footmen kommen langsam ihrem Ende nahe. Also der Leichenberg hier ist jetzt auch beachtlich inzwischen. Schauen wir doch mal das Ganze an. Oh, also die Menschen haben tatsächlich ordentlich aufgeholt. Das ist lange nicht mehr so deutlich, wie ich erstmal dachte und wie es zuerst aussah. Dadurch, dass die Archer hier die ganze Zeit ungehindert agieren können und reinschießen, kommen dann doch die Orks langsam ihren Damage. Aber ich denke, sobald die Foot Knights weg... Puh, ach du Kacke, haben die aufgeräumt hier unten. Was? Ja, ich denke, sobald die Foot Knights tot sind, könnte das trotzdem noch kritisch werden. So, die Footmen sind jetzt weg. Ja, da oben stehen noch ein paar. In den Reihen der Archer, warum auch immer. Das Ding ist halt, auch die Archer hier hinten haben noch nichts gerissen, ne? Die haben noch nichts getan. Ja, aber sterben inzwischen deutlich mehr Orks als andere. Und bisher können die Archer noch ganz gut halten. Besser als ich dachte, dass es sein wird. Ja, aber jetzt langsam werden sie einfach überrannt. Wie ich es prophezeit hatte. So, die Orks haben gewonnen. Gut, dann schauen wir mal, wie wir das Ganze vielleicht noch etwas ausgeglichener gestalten können. Okay, nach wie vor haben wir unsere Orks. Die Katapulte mit den Speersoldaten. Dahin sind die Zwerge, die dann tatsächlich relativ schnell schon da sein werden, um die ersten Orks anzugreifen. Hier haben wir wieder unsere Fetten. Und hier oben halt noch die Archer. Genau. Das Gute ist jetzt, die können... Ah! Das ist gar nicht mehr so dumm, dass die auf der Treppe stehen. Dann können die schon früher hier reinschießen ein bisschen. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Und schon... Ah, genau, die Katapulte wollte ich mir mal anschauen. Oh, ein paar machen hier keinen Umweg. Das ist natürlich ganz gewieft. Oh ja, die Katapulte ballern aber ordentlich rein, glaube ich. Die sind echt stark, wenn die nicht direkt angegriffen werden. Wie viel HP haben die denn? 200, ja, okay. Das heißt, wenn die nicht angegriffen werden, dann sind die erstmal ziemlich stark. Das heißt so, boah. Die ballern hier ordentlich Orks weg. Nee, die Dwarfs sind ein drittes Team. Oh. Ja, okay, ist ja egal. Sie greifen trotzdem die Orks an und werden die auf jeden Fall ja nicht übermannen können. So, wie sieht's hier aus? Okay, bisher stehen nicht mehr ganz alle fetten Orks. Ne, nur noch vier tatsächlich. Ne, fünf. Jetzt noch vier. 3, 2, 1, 0. Okay, das ging auf jeden Fall schneller als das letzte Mal. Die sind früher gefallen, wahrscheinlich wegen den Archern hier vorne. So, wie steht's da unten? Alter, holy shit, räumen die auf. Okay. Also das ist tatsächlich deutlich stärker, als ich dachte. Ja. Wenn die Katapulte irgendwas zum Wegtanken haben vor ihnen, dann passiert da erstmal nichts. Krass. Und die Zwerge hier, die halten sich auch ganz gut. Das könnte hier so ein richtiges, ausgeglichenes Battle werden zwischen denen. Und die hier müssen natürlich noch hier vorankommen. Okay, das tun sie. Die kommen auf jeden Fall ganz gut voran. Aber ja, also hier unten, da sterben so viele Orks. Ja, es kommen nicht genug. Die kommen zu vereinzelt. Und dann sind sie natürlich ein leichtes Ziel. Und dann würde ich sagen, das ist Cinematic Mode on. Und ihr könnt das
Schauspiel genießen. Es sieht so aus, als wären die Orks hier hinten fertig geworden mit den Zwergen. Ja. Okay, das heißt, es kommt hier noch ein bisschen Nachschub. Oh, die rennen jetzt aber alle hier runter. Oh. Ja, das ist dumm, ne? So. Welche Kamera nehme ich denn jetzt mal? Also es ist da unten. Ich glaube, das ist nicht sehr spannend. Nee, das schaffen die eh nicht. Das sieht man ja schon. Also die paar Orks reißen das auch nicht. Das heißt, hier ist eigentlich das Entspannendste. Das Ding ist natürlich aber, selbst wenn die Orks hier gewinnen, müssen sie immer noch da unten die Katapulte sich holen. Wie sieht es denn von Zahlen her aus? Ja, es sind weniger Orks als Menschen. Hier ist noch eine ganze Menge von denen. Ich denke, das geht an die Menschen diesmal. So, die Footmen hier unten sind tot, aber die Orks sind verdammt wenige. Wie viele leben denn noch? Oh, 70, ja. Ich denke, das ist relativ deutlich, wer das noch gewinnt. Wir können jetzt hier noch in Originalgeschwindigkeit die letzten Orks sterben sehen, ja. Sehr schön, dann haben wir heute mal beide Seiten gewonnen. Dann bewerten wir den Part, haut rein und wir sehen uns bei dem nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.